als Druide und Dorfältester muss ich mich einer großen Verantwortung stellen. All die Jahre war ich niemals krank. Nicht mal einen Knöchel habe ich mir verstaucht. Nicht mal das. Und dann aus heiterem Himmel, zack! Schon bald bin ich nicht mehr der Einzige, der mit der Zubereitung des Zaubertranks vertraut ist. Was? Ich werde mich auf die Suche nach einem jungen Nachfolger machen, den ich in das Geheimnis des Zaubertranks einweihe und der meinen Platz als Druide des Dorfes übernimmt. Was? Er redet von einem Rezept? Und das bedeutet... Warum lassen wir ausgerechnet diesen senilen alten Trottel an der Tür lauschen? Oh, Teutates, mach schnell und weise mir den Weg zum geheimen Avalon, wo die Äpfel Tag und Nacht wachsen. Jetzt redet er von Äpfeln. Vielleicht ein Rezept mit Äpfeln? Ein Apfelkuchen? Blödsinn! Ich habe Äpfel gehört! Sicher, dass du Äpfel gehört hast? Sicher, dass du, Tattergreis, nicht stocktaub bist? Na was, du Lümmel! Meine Frage, wenn in Zukunft ein anderer Druide den Zaubertrank braut, darf ich dann endlich auch mal probieren?